Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Willkommen bei der Formel 1. Hier wird es jetzt gleich interessant mit dem Qualifying für den großen Preis von Malaysia. Diese Strecke verlangt sowohl den vorderen als auch den hinteren Reifen ziemlich viel ab. Man kann wohl sagen, dass geschicktes Reifenmanagement nötig sein wird, um hier gut abzuschneiden. Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Ja, kluge Worte von unseren Kollegen Römer und Heiko Wasser. Ja, willkommen zurück zu F1 2016 hier aus Kuala Lumpur, Malaysia, vom Sepang International Circuit. Ja, hurra, es regnet. Was soll ich sagen? Ja, ich freue mich. Okay, das ist gelogen. Nein, ich freue mich natürlich nicht, weil ich hasse Regen auf der Rennstrecke. Wetterbericht, wie sieht's aus? Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Ja, danke. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Ja. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Das freut uns. Toll. Jetzt im viertletzten Rennen oder was das ist? Oder nee, fünf stimmt gar nicht, gell? Das ist gar nicht das viertletzte Rennen. Es ist auf jeden Fall im letzten Drittel der Saison. Da erklärt er uns das, der gute Chef. Ja, Vollpfosten hier, aber na gut. Ja, also wir sehen, es soll irgendwann mal abtrocknen. Allerdings schätze ich, wird dafür die restliche Zeit des Qualifyings nicht ausreichen, um hier in den Genuss zu kommen, mit Slicks um die Strecke zu fahren. Heißt, wir müssen hier auf Intermediates raus. Und ja. Ich freue mich, ja, ich habe schon gesagt, nein, Haubi, du sollst nicht lügen, also ich freue mich nicht, aber ich kann es nicht ändern. Also, wir probieren es auf die schnelle Runde. Erster Versuch im Training, das erste Training war trocken, das war so einigermaßen okay. Training 2 und 3 hat geregnet, das war dann nicht mehr so ganz okay, aber gut, man muss es nehmen, wie es kommt, ne? Wir können alle das Wetter nicht beeinflussen, Gott sei Dank, das wäre ja schlimm. Ne, dann hätten wir totales Chaos, weil jeder irgendwas anderes wollte. Aber wir sind im Hier und Jetzt. Also, auf den Augenblick konzentrieren. Du musst, würde Meister Yoda sagen. Von dem her, auf geht's. Letzte Kurve. Auf Start und Ziel. Ein Vorteil hat die ganze Sache. Es gibt kein DRS. Ne? Das gibt's ja nicht, wenn es regnet. Also von dem her. Kurve 1. Jawohl. Da habe ich festgestellt, da sind wir relativ gut unterwegs. Da ist die KI irgendwie langsam. Das war sie aber auch schon in den von mir gespielten Vorgängern 2010, 11 und 12. Wie es die Jahre 13, 14 und 15 war, weiß ich natürlich nicht, da ich diese Titel nicht gespielt habe. Aber zumindest hier zeichnet sich dieser Trend fort und ich gehe daher davon aus, dass es in den anderen Titeln ebenfalls analog der hiesigen Situation ist. So, jetzt muss man aufpassen, diese links, rechts, genau, da hast du nämlich fast keinen Grip und du musst blind einlenken. Da sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Vettel steht schon mal auf Position 1 aktuell. Bestzeit Vettel. Die Frage ist, wie lange hält die? Die Ferrari waren relativ stark. Ihr habt ja auch gesehen, wir haben unser Motoren-Upgrade bekommen. Wir sind mittlerweile technologisch die fünfte Kraft. Oh, viel zu spät runtergeschalten. Eieiei. Viel zu spät runtergeschalten. Das sieht nach Bestzeit aus aktuell. Das sieht aktuell... Ich glaube, die Bestzeit hat sich gerade verabschiedet. Aber wir waren zumindest kurz auf Bestzeitkurs. Aber ich glaube, das habe ich gerade hergeschmissen. Oh, ich hasse Regen. Ich hasse Regen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Und die Turn 14, also Kurve 14 ist auch blöd zu fahren. Die hängt so ein bisschen und man slidet so in die Kurve rein. Ne? Man tut sich da auch ein bisschen schwer, den Bremspunkt zu finden.
Und jetzt die letzte Kurve, die haben sie übrigens umgebaut. Die ist nicht mehr so wie hier jetzt, sondern die steigt nach innen an. Also man fährt hier quasi ein bisschen bergauf in die Kurve rein. Da haben sie in der realen Formel 1 richtig Probleme gehabt mit der Traktion. Naja, wir haben es nicht geschafft, 3/10. Du bist zur Zeit auf Platz 2. Ja, freu dich doch, Junge. Alles gut. Jetzt könnte man natürlich nochmal einen Versuch dranhängen, aber ich würde das gerne, oh Gott. Ich würde das gerne anders machen, und zwar würde ich gerne nochmal die Boxenanfahrt üben. Die habe ich nämlich bisher ziemlich versaut und ja, wobei, jetzt im Rennen soll es trocken sein, da macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt die Boxenanfahrt zu üben, wenn es nass ist. Ne? Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Okay, Bestzeit Sektor 1, sehr lustig. Das ist aber auch kein Wunder. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In jawohl. Kürze ist es wieder trocken. Guter Mann. Das ist jetzt die Frage, sollen wir da pokern? Würde es Sinn machen, hier zu pokern und zu sagen, okay, Platz 2 ist ja mal ganz lustig, aber wir fahren jetzt zurück in die Box und hoffen darauf, dass wir vielleicht auf Slicks noch eine Runde drehen können, wobei ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich weiß nicht, ob das Zeitfenster ausreicht. Also diese Runde werden wir vermutlich nicht mehr verbessern. Nein, zumindest nicht, wenn ich das Delta oben rechts so anschaue. 3/10 wollen wir nicht rausholen. Bestzeit Sektor 2, interessant. Nee. Oh, okay, doch, es ist möglich. Es ist möglich. Ja, dann fahren wir die Runde noch zu Ende, ist ja logisch. Und ich meine auch so ein bisschen ein leichtes Auftrocknen zu erkennen. Okay, mal wieder Planänderung, wir fahren in die Box. Wir riskieren es, wir zocken. Leute, wir zocken. Ja, die 3/10 hole ich jetzt nicht mehr. Ist mir klar. Oder vielleicht, nee, komm, ich hole sie nicht. Ich fahre in die Box. Ist mir egal. Die anderen werden es vermutlich auch machen. Ich muss mich covern. So, 80 km/h und jetzt. Ja, schöne Boxenanfahrt. Sensationelle Boxenanfahrt, sehr gut. Also ihr seht schon, als ich gesagt habe, ich muss die Boxenanfahrt üben. Ich glaube, das ist ja klar ersichtlich. Oh, schön, wie es hier. Schaut mal da hinten am Himmel. Dieser Lichteffekt, der sieht ja hübsch aus. Ja, jetzt habe ich ja Zeit, werden mich die Herrschaften in die Box schieben. Was passiert? Reale Formel 1, Brasilien-Wochenende gerade hinter uns, vorletztes Rennen. Das war ein absolutes Regenchaos. Und ja, Nico Rosberg mal wieder so ein bisschen Lucky Loser, ne? Der glückliche Zweite. Er hat Glück gehabt, hat profitiert von einem Strategiefehler von Red Bull. Ansonsten hätte er wahrscheinlich seinen zweiten Platz nicht behalten. So hat er sich die WM-Chance gewahrt mit einem zweiten oder dritten Platz in Abu Dhabi. Ich habe auch so den Eindruck, der fährt so ein bisschen Safety first, ne? Der fährt so ein bisschen auf Ankommen, glaube ich. Er weiß genau, dass das Auto gut genug ist für den dritten Platz. Klammer auf, sofern kein technischer Defekt. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Danke, ja. Aber ich glaube mal nicht. Ah, das schauen wir schon mal hier. Mal schauen, wie die Strecke sich auftrocknet. Ich glaube mal nicht, dass er volles Risiko gefahren ist, der Rosberg. Ne? Warum auch? Hamilton war vorne weg, den hat er nicht gekriegt. Hamilton war zu schnell, wie schon in Mexiko, so auch in Brasilien. Ist jetzt die Frage, ist das so wie Alain Prost früher, ne? Der Franzose, der, ich glaube, vierfache Weltmeister. Ne? Alain Prost ist, glaube ich, viermal Weltmeister geworden. Der war ja auch so ein ausgekochtes Schlitzohr. Der hat halt auf Effizienz ist der gefahren. Ne? Der hat genau gewusst, wie viel da muss ich werden und so. Das war so ein Ergebnisfahrer. Und der hat es dann heimgefahren. Das war clever. Das war zwar nicht schön für die Zuschauer, aber es war clever. Und der Rosberg macht so auf mich so ein bisschen genau den gleichen Eindruck. Dass er sagt, ja, du lass den Hamilton davon ja mal fahren und sich verausgaben und lass die anderen irgendwas Verrücktes machen. Ich fahre meinen Stiefel und schaue, dass ich meine Punkte einsammle. Und aus die Maus, ne? Auch so Jenson Button damals 2009 war nichts anderes. Im Braun GP dieses Jahr, wo er Weltmeister geworden ist. Sebastian Vettel damals das erste Jahr im Red Bull. Ne? Da war Braun GP mit Rubens Barrichello und Jenson Button war ja am Anfang der Saison unschlagbar. Diese Doppeldiffuser und was es da alles gab, ne? Die waren ja richtig flott und dann, ja, zur Mitte der Saison ist der Button eigentlich auch bloß nur auf Ergebnis gefahren und ist Weltmeister geworden. Das hat funktioniert. Also warum nicht? Ist ja legitim, ne? Ist zwar nicht schön, aber ist legitim. So,
Das hier sieht mir jetzt aber schon ein bisschen trockener aus. Moment, wir schauen mal kurz auf die Reifen. Was macht die Konkurrenz? Die sind alle noch auf Inters. Wir wechseln mal. Wir wechseln mal den Reifen. Ich zock jetzt. Das ist mir jetzt egal. So, wir switchen auf trocken und gehen auf den gelben. So. Okay, wir fahren aber noch nicht raus. Wir wollen die besten Bedingungen haben für uns. Für unser Team. Oder was heißt für unser Team? Für uns halt. Wir sind ja schließlich Egoist, ne? Rennfahrer muss Egoist sein. Haben wir auch schon mal festgestellt. So, dann würde ich sagen, wir beschleunigen das Ganze in einen kleinen Moment. So, 4 Minuten. Stopp. 4 Minuten noch. Die sind alle auf Inters. Wenn ich rausfahre, dann jetzt. Okay, also, komm. Fliegen die Runde. No risk, no fun. Holen wir uns die Pole. Oh, es sieht trocken aus. Es sieht gut trocken aus. Ist das die richtige Strategie? Es wird sich zeigen, wenn ich jetzt zum Anbremsen anfange. Wenn die Reifen wegrutschen, dann haben wir uns verzockt. Dann war die falsche Strategie. So. Oh, das fühlt sich trocken an. Das fühlt sich sehr trocken an. Ich glaube, die KI hat verwachst. Wie man so schön sagt. Ah, nee, die hat, schaut mal links oben. Die haben jetzt auch gewechselt. Sainz vor uns, Verstappen. Ist auf gelb, ja, okay, also es war auf jeden Fall richtig, hier nochmal zu switchen, aber wir haben nur einen Versuch, Leute, wir haben nur einen Versuch, man sieht es oben rechts, die Zeit, 1 Minute noch im Qualifying, wir haben nur einen Versuch, wir werden Start und Ziel, die karierte Flagge sehen, heißt, wir können keinen zweiten Turn fahren, keine zweite fliegende Runde. Oh, da habe ich mich jetzt ein bisschen unschön angestellt. Ja, wobei, das war jetzt noch nett formuliert. Okay, ich bin dumm gefahren, ganz einfach. Da habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt alles rausholen. Und Vollgas, jawohl. Die Zeiten rechts oben nicht irritieren lassen. Das ist die Referenzseite Intermediate. Das sagt gar nichts. Ne? 7 Sekunden, da denkt man, oh mein Gott, Alter, was fährt er gut. Ja, von wegen. Das ist Intermediate-Zeit. Kein Vergleich. Kein Vergleich. Aber momentan Bestzeit Sektor 2. Aber ich weiß natürlich nicht. Ja, halt die Backen jetzt. Ich weiß natürlich nicht, oh Gott, ob Verstappen hinter uns ist. So, da ist die karierte Flagge. Aus, die Traum. Gutierrez auf der 1. Nasr auf der 1. 1,47. Das sollte locker drin sein. So, und aufs Gras gepinselt. Qualifying beendet. 1,45 Button. Oh, das schaffen wir locker. Das schaffen wir ganz locker. Der 42er. 42,6 oder so. Platz 4. Ah, okay. Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Gutierrez, Grosjean und Carlos Sainz Jr. Für heute war's das, wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Oh mein Gott, was für eine verrückte Startaufstellung, schaut euch das an! Haas F1, das Newcomer-Team in der Formel 1 auf Pole und auf dem zweiten Platz. Ja gut, die sind wahrscheinlich als Letzter über die Linie gekommen, heißt, die hatten die beste Strecke zur Verfügung. Carlos Sainz haben wir nicht gepackt, der hat sich nochmal verbessert. Alonso hinter uns, Kwiat hinter uns, Button, Räikkönen. Schaut euch das an, unglaublich. Der Ferrari, der erste Ferrari ist auf 9. Der erste Red Bull auf 10. Wo sind die Mercedes, Jungs? Hallo? Und Nico Rosberg 15. Der ist nur eine Intermediate-Zeit gefahren, genauso wie der Lewis Hamilton. Alter Schwede, ist nicht euer Ernst, oder? Tja, so kann's gehen. Das ist das Lustige an dem Regen-Qualifying. Ne? Da kann wirklich alles passieren. Ich erinnere an 2010. Nico Hülkenberg damals im Williams im Regen von Sao Paulo auf die Pole gefahren. Unglaublich. Seine erste und einzige Pole, ne? Nico Hülkenberg. Na gut, sehr lustig. Ja, dürfte ein interessantes Rennen werden, ne? Wenn die Großen dann von hinten kommen, die Top-Autos, aber erst einmal losfahren und alles, ne? Keine Karambolage, also es eins nach dem anderen. Immer eins nach dem anderen, so.
Punkte, Punkte, jawohl, heißt hier natürlich auch wieder ein paar Punkte für uns, ne? In der Rivalität, Danny Ricciardo, so ein Pech. 17 zu 10. Wir können uns ein bisschen absetzen. Sehr erfreulich. Doch, finde ich okay. So, was erwartet man denn von uns? Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Ja, ganz toll. So, was, wir sollen Zehnter werden? Okay. Ja, es sollte machbar sein, ne, hätte ich gesagt. So, dann zeige ich euch das noch kurz in der Technologie. So, Laptop auf. Komm her. So, also, wir sind fünfte Kraft. Ferrari vor Red Bull, vor Mercedes. Dann kommt Williams und dann sind wir schon dran. Wir sind dann Force India noch vorbeigezogen. Renault, ich bin echt überrascht von Renault. Die haben sich richtig gut entwickelt. Die pushen ohne Ende. Die einzigen, die stehen geblieben sind, ist Sauber. Also die sind wirklich... Ja, und McLaren natürlich. Also von denen bin ich enttäuscht. Aber diesen Sprung, den Renault gemacht hat, ist sehr... Sehr erstaunlich, ja. Ja, tut sich ja nächstes Jahr was. Ne? Ich weiß nicht, ob ich... Oder ich hab's, glaube ich, schon gesagt. Nico Hülkenberg wird ja mit Renault in Verbindung gebracht. Angeblich ist da schon alles soweit unter Dach und Fach, dass der nächstes Jahr für Renault fährt. Und man höre und staune, Renault baggert offenbar auch an Pascal Wehrlein. Angeblich. Gerüchte, ne? Das ist immer so eine Frage. Alles so Gerüchte. Ja, ist immer so dieses Spannende, ne? Wenn so das Fahrerkarussell sich zu drehen beginnt in der Formel 1. Aber gut. So, ich sehe gerade, wir könnten hier ein Aerodynamik-Upgrade draufpacken. Braucht 875 Punkte und wir haben genau 875 Punkte. Also absolute Punktlandung. Würde ich sagen... Das, was ist ein F&E einstellen? Was ist das? Ah, okay, da kann ich mir das noch anzeigen lassen. Wenn du die Forschung und Entwicklung einstellst, hast du einen Bonus von 25% auf alle Ressourcenpunkte, die du von jetzt bis zum Ende verdienst. Den aktuellen Ressourcenpunkt ist für alle. Das bedeutet jedoch, dass du bis zu Beginn der nächsten Saison keine neuen Upgrades kaufen kannst. Ah! Das ist ja auch interessant. Das wird auch nirgendwo erzählt. Das ist ja, also was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade unten in der Leiste diesen Punkt bei Y, dieser gelbe Kreis mit dem gelben Y, F und E einstellen gesehen. Na, ich könnte das Upgrade auswählen mit A, dann wird es installiert. Oder ich könnte sagen, hier zack, wir beenden die Entwicklung am aktuellen Auto. Wir stoppen alles, keinen Fortschritt mehr, keinen Technologiefortschritt mehr in der Saison. Wir investieren quasi ins nächstjährige Auto, heißt... Wir bekommen einen Bonus auf alle Ressourcenpunkte, die wir von jetzt an bis zum Ende der Saison holen. Das ist ja eine geile Idee. Das ist ja eine richtig geile Idee. Ne? Das wäre natürlich, ja gut, das wäre natürlich taktisch, kann man gut einsetzen. Wenn ich wirklich hinten dran bin, dass ich sage, so und jetzt entwickle ich, keine Ahnung, ab dem letzten Saisondrittel oder ab Mitte der Saison nicht mehr ins Auto, wenn ich merke, ich, keine Ahnung, ich kann nur Weltmeister werden oder irgendwie sowas. Und sammelt dann Punkte ohne Ende. Ich meine, 25% Bonus, das ist schon fett. Das ist schon fett. Und knallt dann im nächsten Jahr quasi der Konkurrenz die Upgrades um die Ohren. Das ist bestimmt nicht schlecht. Bestimmt eine lustige Idee. Hey, wisst ihr was? Das probieren wir mal. Wobei, nein. nein, das probieren wir nicht. Ich will dieses Aerodynamik-Paket noch haben. Also, haben... So, das ist aber das letzte Upgrade. Ne? Das ist das letzte Upgrade, das wir spendieren. Und jetzt stellen wir F und E ein. Ja, zack. So, heißt Entwicklung eingestellt, wird jetzt auch angezeigt. Links alle Sparten ausgegraut. Es kann nichts mehr verbessert werden. Heißt aber auch, die Punkte, die wir jetzt dann einfahren im Rennen, da wird bereits der 25% Modifikator mit draufgerechnet. So, aber Freunde... genug der Sabelei. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und freuen uns hoffentlich auf ein spannendes Rennen hier in Kuala Lumpur. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder mit einschaltet, wenn Rudi Rennsemmel, die alte Rennmaschine, an den Start geht. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.